Grüezi und Servus aus der schönen Schweiz. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem ersten Shisha-Review. Wir stellen heute Abend zum ersten Mal die PNX 2.0 590 vor. Zusätzlich noch mit einem leckeren Schweizer Tabak. Ich übergebe das Wort. Ja, als erstes stelle ich euch mal die Shisha vor. Wir fangen hier bei The Bowl an. Ist die Kaya PNX 590 Earth. Ich will es euch schnell zeigen. Ist grün-schwarz und noch ein bisschen durchsichtig und ist top verarbeitet, super Gewinde, ein Grobgewinde, also man muss nicht zu viel schrauben. Und man sieht es hier. Ja, gehen wir weiter. Wir kommen zur Base. Nicht wundern, wir haben einen abgemacht, damit wir es zeigen können. Eine schöne Base hier, Kaya-Logo. Wird geliefert mit zwei Schlauchanschlussstücken. Und ja, die kann man einfach abschrauben und auswechseln. Zum Anschlussstück noch schnell. Mitgeliefert werden neu diese Plastikkugeln, was den Durchzug viel verbessert, im Gegensatz zu den Metallkugeln. Und hier das Anschlussstück. Ja, bauen wir mal zusammen. Aufschrauben. Dann kommen wir zum weiteren Stück. Das ist, um die Rauchsäule nachher anzumachen. Das ist einfach so eine Kugel, sagen wir mal. Muss man reinschrauben, bevor man die Rauchsäule dran festmachen kann. Zur Rauchsäule, die ist sehr dick, Innendurchmesser 1,8 cm, ja, und massiv Edelstahl. Zusätzlich kann man noch hier unten einen Diffusor montieren, den muss man separat bestellen. Ja, das Ganze aufgeschraubt. Und der Kollege hier schraubt das Ganze mal zusammen. Kommen wir zur Rauchsäule. Das ist hier eine Glasrauchsäule im Four Bubbles Design. Passt hier gut zu der Shisha, muss ich sagen, mit diesen Rundungen und allem. Ja, und wird auch einfach oben drauf gesteckt. Ja, dann haben wir das zweite Anschlussstück, das auch schon an der Base vorhanden ist. Steckt man einfach oben drauf und fertig ist. So, zum nächsten, ganz normaler Kohleteller von Kaya Shisha. Für uns ist es ein bisschen schade, dass er nicht dieselbe Farbe hat wie die Rauchsäule, und, also die Base und die zwei Anschlussstücke. Aber ja, wird hoffentlich noch kommen von der Firma Kaya. Und hier kommen wir zum zum Kopfadapter. Sehr langer Adapter, man kriegt wirklich jeden Kopf mit jeder Dichtung drauf. Sehr gut, auch guter Innendurchmesser. Ja, schauen wir das Ganze mal zusammen. Hier noch den Kopf, der mitgeliefert wird. Finde ich persönlich sehr gut. Also mir gefällt der Kopf. Haben jetzt mit dem noch nicht geraucht. Vielleicht werden wir das mal ausprobieren und dann reviewen. So, den Kopf, mit dem wir heute rauchen. Wir rauchen mit dem Kaya Disc Ram Vortex Kopf. Uns gefällt der Kopf sehr gut, weil die Einsätze wechseln können. Und ja, der super Durchzug garantiert. Hier noch eine Dünnwanddichtung, was mit keiner anderen super hält. Ja, ein Brumm drauf, Kopf drauf, Kohle drauf, anrauchen. Zu der Kohle, wir rauchen mit Kokobrinko Naturkohle. Drei Stück bei diesem Kopf. Und wundert euch nicht, zum Anrauchen geht es ein bisschen länger. So, noch dazu zu sagen ist, man bekommt dazu einen Interlude-Kopf, Interlude-Schlauch dazu geschenkt. Das ist dann ein grüner Schlauch hier bei der Earth mit dem normalen Anschlussadapter und noch eben noch einen Interlude-Schlauch. Den haben wir gerade nicht da. Darum verwenden wir den Glasstick auf dem Kaya. Passt perfekt drauf. Und wir hoffen vorläufig, dass ihr uns noch verstehen könnt, weil wir sind gerade mitten im Gewitter drin. Ja, hoffen wir einfach, es klappt eben, wie ich schon vorhin angezündet habe, es geht ein bisschen länger zum Anrauchen. Das liegt halt daran, dass wir in der Schweiz keine Begrenzung der Feuchtigkeit haben mit dem Tabak, und dieser Tabak hat, glaube ich, eine Feuchtigkeit von 26%. Nicht alles täuscht.
Ja, wir rauchen jetzt einfach mal an. Wir können jetzt schon sagen, der Durchzug ist enorm. Im Vergleich zu anderen Shishas, dank der kompletten Durchführung, der großen Anschlüsse und der großen Rauchsäule, also passt alles wirklich zusammen. Auch die Dichtigkeit ist gut, es könnte besser sein, sie schließt nicht dicht ab. Man kann nur das gleiche mal demonstrieren. Komisch, jetzt schließt sie dicht ab. Ja. Sonst hat es immer hier unten bei der Verbindung zwischen Base und Roll rausgequalmt. Jetzt schließt sie anscheinend dicht ab. Ja. Wir hoffen weiter, mal sehen, was passiert. Wir haben hier auch schon ein paar Reviews geguckt dazu. Haben nur solche gefunden mit drei Anschlussstücken. Diese hier hat vier. Deshalb nehmen wir mal an, das ist die 2.0 oder einfach die Schweizer Version der Kaya PNX. Hier bei dem wollen wir gleich noch B2B und Shisha Oli grüßen. Ne? Unser Lieblingskanal, den wir schon seit einiger Zeit schauen und uns noch ein bisschen zu unserem Wissen, das wir schon haben, schlau gemacht haben über Shishas. Auch kann man sagen, wenn zwei zusammenziehen, jetzt, dass der Durchzug nicht großartig verringert wird. Außer mal zum Typen den hier, der zieht, dann könnt ihr es vergessen. Entschuldigung, ich spiele Posaune, ne? Noch schnell zum Tabak. Wir wollten eigentlich einen Royal Molest testen, hatten aber keinen mehr vorrätig da. Werden wir in einem anderen Review mal zeigen. Hier haben wir drin Alfaka Guave und Social Smoke Voltage. Ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von der Tabakmischung. Ja, was meinst du dazu? Also ich lobe die Mischung häufig. Ich mag die Mischung. Natürlich andere Tabak. Sorten habe ich lieber vom Geschmack her als Guave, weil bei Guave bin ich mir nie so sicher, ob ich Kopfschmerzen kriege davon oder nicht, aber zurzeit geht es noch wunderbar zum Rauchen. Noch was zu den PNX-Serien. Es gibt die PNX 480, die ist 48 cm hoch, hat zwei Anschlussstücke für Schläuche. Normal wird es geliefert mit einem Anschlussstück und einem Überdruckventil. Das muss man nachher noch nachkaufen. Dann haben wir die PNX 519, die seht ihr hier. Die ist 59 cm hoch, ohne Kopf, also bis zum Kopfadapter. Man muss zu sagen, der Kopfadapter ist riesig im Vergleich zu anderen. Also man muss gleich noch sagen, bei der PNX-Reihe ist es immer so, die Zahlen geben die Millimeterzahlen an, wie hoch das die Shisha ist. Genau. Diese hier ist eine Low Water Bowl, bedeutet auf Deutsch gesagt wenig Wasser. Wir haben jetzt doch trotzdem viel Wasser reingefüllt, weil wir ja irgendwie zum zweiten Mal mit der Shisha rauchen. Was auch gut ist bei der Bowl, wie ihr am Anfang gesehen habt, sie hat eine sehr große Öffnung, also man kriegt problemlos Eisstücke rein und alles. Ich muss sagen, die Shisha hat einen guten Durchzug, allerdings muss ich auch dazu sagen, ich kenne Shishas und ich habe auch Shishas, die einen besseren Durchzug haben und die werden wir sicher auch in zukünftigen Reviews vorstellen. Unter anderem werden wir sicher noch eins machen mit der Kaya La Copa 2 und sicherlich auch noch mit Selfmade Shishas, die wir selbst gebaut haben, die in unseren Augen, ich glaube, da spreche ich für uns beide, den besten Durchzug haben von Shishas, die wir bis jetzt geraucht haben. Zu den kommenden Previews, wir werden die Vorstellung mit der Absolute Vodka Shisha vorstellen. Im gleichen Review machen wir die Crystal Head Vodka, weil es einfach zwei Vodkas sind und Vodkas gehören zusammen. Stimmt. Zur Shisha. Der Durchmesser des Tauchrohrs, habt ihr gesehen, ist ziemlich dick. Jedoch ist die Shisha nicht laut, wie von anderen Shishas zu kennen ist. Man kann dazu einen Diffuser kaufen, das werde ich auch noch tun.
und das Ganze dann auch noch zeigen. Ob es was bringt, werden wir sehen. Allerdings, soweit wie wir es jetzt bemerkt haben, online bei der Bestellung, dass der Diffusor nicht angeschraubt werden kann und nicht einfach draufgesteckt werden kann, sondern der Diffusor muss mit einem Schrumpfschlauch befestigt werden. Und dann muss man halt immer, wenn man den Diffusor abnehmen will zur kompletten Reinigung, dann wirklich halt einen neuen Schrumpfschlauch drauf tun, was halt ja auch einige Nachteile und einige Kosten mit sich bringt, aber ich denke, diesen kleinen Geldaufwand leisten wir uns noch dazu. Auch wenn das Ganze noch auf 4 Schläuche erweitern und dann mal ein Review machen mit 4 Leuten, um zu zeigen, dass das Ganze auch so funktioniert. Zu unserem Setup, wenn der Tabak anfängt zu drücken oder zu kratzen, wie hier jetzt, können wir ganz einfach kurz mal eine von den 3 Kohlen runternehmen und mit 2 Kohlen weiter rauchen. Funktioniert perfekt, bis der Rauch dann nachgelassen hat, dann schmeißt man wieder die dritte Kohle drauf und dann wieder perfektes Rauchen. So, eigentlich haben wir jetzt alles gesagt. Wir rauchen jetzt noch ein Stück. Wie schon 2 Jahre lang, ein bisschen Übung haben wir. Wir genießen es noch ein bisschen und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. So, auch von mir ein Tschüss aus der Schweiz und wir wollen euch noch was zeigen, und zwar wie feucht der Tabak wirklich ist, und dann ist das Video zu Ende. Hier seht ihr es, der Tabak, also jetzt ist mal das Setup oben, komplett lochen, dann kommen wir hier zum Tabak, sehr feucht, die Molasse, die sich gesammelt hat, ist extrem. Dann kommen wir hier zur Rauchsäule. Innen dran klebt ein bisschen Tabak oder Molasse, sehe ich gerade. Hier sehen wir die Rauchsäule, sehr schön. Man sieht den Rauch zum Teil. Hier sieht man es durchgehend, der sich wieder aufbaut. Kommen wir runter zur Base. Sehr schön gemacht. Und zur Bodenschluss. Ja, das war's von unserem heutigen Review. Wir sagen, wir verabschieden uns aus dem Raum des Rauchens und wir sehen uns anders mal. Tschüss.